Die Wiener Netze begehen ihre 380 kV-Kabelsysteme täglich von Montag bis Freitag, um festzustellen, ob in der Nähe Bauarbeiten durchgeführt werden. Alle zwei Jahre führen wir routinemäßige Revisionsarbeiten durch. Wir haben bei Wartungsarbeiten einen Fehler auf einem Kabel festgestellt. Und dort haben wir im Zuge der Erdarbeiten herausgefunden, dass ein Kabel, eine Phase eines Drehstromkabelsystems beschädigt wurde. Konkret wurde der Mantel eingedrückt und somit die Isolationswandstärke verringert. Wir haben hier auch im Zentrum drin ein metallisches Element, das Kupfer und Aluminium, was den Energietransport durchführt. Drüber sind in diesem Fall einige Isolierlagen mit Isolierpapier drüber gewickelt, welche mit Öl getränkt, Öl imprägniert sind. Hierbei handelt es sich um biologisch abbaubares Isolieröl. Das Ganze wird von einem metallischen Außenmantel geschlossen, weil die ganze Kabelanlage permanent unter leichtem Druck stehen muss, um da jedwedes Risiko verhindern, dass eventuell Luft oder Feuchtigkeit ins Kabel gelangen könnte. Das Erdkabel ist komplizierter in der Reparatur. Die Ausfallzeiten sind deutlich höher wie bei einem kaputten Freileitungsseil. In einer holländischen Studie wurde festgestellt, dass die Reparatur eines Freileitungsseiles im Schnitt 8 Stunden benötigt und die Reparatur eines Erdkabels im Schnitt 730 Stunden, das ist ein Monat, benötigt. Also die Besonderheit bei dieser Reparatur hier in Wien ist, dass wir erstmalig hier seitens Prismian die in Österreich die sogenannte Muffe mit einem längeren Verbindungsstück einsetzen. Normalerweise bei einer Reparatur, bei einer Beschädigung des Kabels, muss das fehlerhafte Kabelstück mit links und rechts einigen Metern entfernt werden. In diesem Fall verwenden wir eine neue Technologie, dass wir, wie gesagt, das Kabel an der Stelle der Beschädigung schneiden, das Kabel dementsprechend seitlich ausweiten, dadurch einen geringen Abstand gewinnen und wir in der Mitte einen längeren Verbinder der Leiterverbindung einbauen und in dem Fall statt von 10 Meter Kabel und zwei Muffen kommen wir mit einer etwas längeren Reparaturmuffe, finden wir hier das Auslangen, was aus Zeitgründen und auch wirtschaftlich natürlich Vorteile für den Kunden bringt. Also in Wien ist eigentlich der Auftraggeber hier sehr vorbildlich betreffend der permanenten Kontrolle und Wartung seiner Kabelanlagen, was in seinem öffentlichen Interesse natürlich steht, verglichen mit anderen Ländern, wo wir sehen, wo die Netze teilweise in privaten Händen sind, wo auch dementsprechend dann die Maintenance, der Service dementsprechend vernachlässigt wird und das Kabel eigentlich mehr gefordert wird, ist hier, sage ich, Wien eine sehr große Vorbildwirkung, was der Kunde hier in Wien verrichtet, um eine möglichst sehr lange Lebensdauer der Kabelanlage zu erreichen und zu erzielen.